zu den Wurzeln des Autos geht's nachher hier bei uns im RBB. 20.15 Uhr, da kommt die erste der neuen Folgen der geheimnisvollen Orte. Und los geht's da heute mit der Avus. Glauben Sie nicht, Sie wüssten schon alles über Europas älteste Autobahn. Das war den Automobilisten Anfang des letzten Jahrhunderts einfach zu viel. Sie wollten eine Straße nur für Autos. Und sie bekamen ihre Automobil-, Verkehrs- und Übungsstraße, Avus, wenn auch wegen des Ersten Weltkriegs verspätet. 1921 fand auf dem Rundkurs zwischen Halensee und Nikolassee das erste Autorennen statt. Danach durften auch private Fahrer auf den Parcours für damals horrende 10 Reichsmark pro Runde. Der schlechte Zustand der Rennpiste führt immer wieder zu Unfällen mit Verletzten und Toten. Trotzdem fasziniert die damals schnellste Strecke der Welt Rennfahrer und Zuschauermassen. 1959, beim Großen Preis von Deutschland, ist die Strecke schon etwas entschärft, aber immer noch gefährlich. Die Angst wird verdrängt. Wen trifft's dieses Mal? Den neben mir, den vor mir, der mich nicht. Doch, auch Hans Hermann hat einen spektakulären Unfall. Er überlebt wundersamerweise nur leicht verletzt. Nach dem Mauerbau hat die Avus vor allem eine Funktion: Zufahrt zur Transitstrecke in den Westen. Und für heimkehrende Berliner wird sie zu einem Symbol der Freiheit. Man war durch und sah den Funkturm und hat Gas gegeben. Und dann das. Morgen ist es vorbei mit der freien Fahrt für freie Bürger. Proteste gegen das Tempolimit bleiben erfolglos. Und 1998 ist dann auch Schluss mit Autorennen auf der Avus. Trotzdem ist ja heute noch mehr als nur ein Stück Autobahn.